Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Gesund ins neue Jahr. Heute wollen wir ganz wichtige Muskeln stärken, die für unseren Alltag sehr wichtig sind, aber natürlich auch für den Sport. Große Muskelgruppen, die uns einerseits bewegen, aber auch die tiefliegenden, die uns stabilisieren und aufrichten. Und starte gleich mit mir mit einem kleinen Aufwärmtraining. Richte dich auf, Brustbein anheben und geh ganz locker am Platz. Füße abrollen und die Arme gleich mitschwingen. So wie sie auch beim Walken mitschwingen. Rechtes Knie vor, linker Arm nach vorne und umgekehrt. Immer wieder aufrichten und ganz locker lassen. Dann deine Knie nach außen drehen, sodass du deine Hüftgelenke auch schön mobil bekommst. Sieht lustig aus, oder? Und nochmal wieder nach vorne die Knie. Nochmal nach außen. Nach vorne. Nach außen, nach vorne, nochmal nach außen und da bleibst du jetzt, kommst weiter in die Grätsche, immer noch mitschwingen, ruhig etwas langsamer werden und deine Füße abrollen von der Fußspitze auf die Ferse und jetzt die Arme um deinen Körper herum schlenkern. Einmal nach rechts, einmal nach links, Bauchnabel sanft nach innen gezogen, die Arme locker lassen. Genauso weitermachen. Nur kreist du jetzt deine Schulter nach hinten, rechts, links. Und kommst dann zur Mitte zurück. Knie etwas anbeugen. Denk an deine Bauchspannung. Sag mal ich. Genau. Schultern entspannen. Hände vorne schließen. Drück mit deinen Handballen jetzt aneinander. Schultern tief. Und gib so richtig Druck. Du kräftigst da nicht nur die Handgelenke, die wir auch ganz wichtig für den Alltag gekräftigt brauchen, sondern natürlich auch deine Brustmuskulatur. Komm, 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 Druck, 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 noch mehr. Spürst du den Bauch auch? Der wird auch gleichzeitig aktiv. Und nochmal wieder auflösen, kurz entspannen. Und noch einmal, Handballen geben Druck. Und los geht's, Spannung. So fest wie es geht. Halten, 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 halten. Immer noch. Atmen, nicht vergessen. Und wieder auflösen. Einmal noch. Noch einmal die Handballen aneinander, Schultern tief und richtig Druck geben. Fest, 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 fest. Noch mehr und langsam wieder auflösen, entspannen, kreisen und jetzt nimmst du deine Fußspitzen nach vorne und kommst einmal mit dem linken Fuß nach hinten. Schau mal, du bist mindestens hüftbreit hier geöffnet. Komm wieder zur Seite und wechsel. Rechtes Bein zurück, hüftbreit, Ferse ist hinten oben. Nochmal, ich mache so ein bisschen seitlich mit dir mit. Zurück. Und wechseln, zurück. Und jetzt, wenn du nach hinten gehst, beugst du dein vorderes Knie, tu so, als würdest du etwas aufheben wollen. Kannst dich auch am Oberschenkel abstützen, Rücken gerade, Kraft, Bein und Gesäß. Ganz wichtig für den Alltag. Tief und dann kommst du hoch und wechselst zur anderen Seite. Also, tief, dein Gesäß schiebt dich wieder nach oben. Und tief, mach mal weiter und hoch. Immer im Wechsel rechts und links, Po anspannen, Rücken gerade,
dein Tempo und geh so tief, wie es für dich okay ist. Letzten Male noch. Und komm wieder zur Mitte zurück und bleib noch einmal in einer kleinen Grätsche. Locker deine Beine aus. Nimm die Hände an die Schultern, Nacken wieder entspannen, Knie gebeugt. Und jetzt gehst du mit deinem Oberkörper nach rechts und links. Spürst die schrägen Bauchmuskeln, genau. Ruhig ausatmen, wenn du zur Seite gehst. Aus, aus. Letzten vier noch. Drei, zwei und wieder zur Mitte kommen. Lösen, Fußspitzen nach vorne. Zweite Runde. Nochmal tief gehen. Knie Richtung Boden. Tu so, als wolltest du etwas aufheben und wechseln. Auch hier wieder in deinem eigenen Tempo. Atmen. Letzten. Eine noch. Und wieder zurückkommen zur Mitte und auslockern. Beine ausschütteln. Bleib jetzt hier in einer hüftschmalen Position. Nimm noch einmal deine Knie ganz leicht gebeugt. Hände zu den Schultern und jetzt hebst du dein rechtes Bein und versuchst, deinen ganzen Rumpf so ein bisschen zur Seite zu bewegen und wieder zurück. Und vielleicht kannst du dich hier ausbalancieren, du kannst aber auch unten tippen. Deine ganze seitliche Rumpfkraft nochmal. Seite. Und wieder zurück. Geht einmal noch und lösen, auslockern, andere Seite, Standknie beugen. Jetzt spür auch den Unterschied zwischen rechts und links. Meistens ist eine Seite stabiler als die andere. Es darf immer wackeln. Jetzt noch dreimal. Nur einmal. Komm, komm.
und wieder zur Mitte kommen und hüftbreit deine Beine aufstellen. Mindestens so breit wie deine Hüfte. Die Hüftknochen sind hier. Rücken ein bisschen breiter aufstellen. Vielleicht fühlst du dich schon gut gekräftigt. Jetzt tust du so, ich mache es wieder ein bisschen seitlich mit zu dir, als wolltest du dich absetzen nach hinten auf einen gedachten Stuhl. Und wichtig ist, dass die Oberschenkel parallel zueinander sind. Setz dein Gesäß zurück, Hände rücken nach vorne, Rücken gerade und dann schiebst du dich wieder nach oben und spannst dein Gesäß so richtig an. Nochmal tief gehen, Kraft Beine und dich wieder aufrichten. Geh so tief, wie es für dich okay ist. Du belastest beide Füße ganz gleichmäßig, also wirklich Vorderfuß und Ferse gleichmäßig und drück dich kraftvoll nach oben. Wenn du jetzt nach oben kommst, nimmst du dein rechtes Knie mit nach oben, komm hoch, balancier dich aus und komm wieder tief und nimm dein anderes Bein. Du kannst auch tippen unten, vielleicht schaffst du, dass du das Bein anhebst, muss aber nicht sein. Tief gehen, Kraft Beine und hier Stabilisation, Rumpfmuskeln. Gleichgewicht finden. Wie geht's den Beinen? Geht noch ein bisschen. Nochmal. Und dann hältst du ein Bein oben. Bleibst hier. Und wenn es dir zu wackelig ist, nimmst du die Fußspitze nach unten. Ansonsten halte dich ruhig hier. Fass deine Hände, kannst du auch verklinken, die Finger. Und versuch mal, um den Kopf zu kreisen. Das bringt dich aus der Balance. Gut, dann mal wechseln, tief und anderes Bein hoch und vielleicht die andere Richtung, ist aber nicht so wichtig, sollst dich jetzt nur aus deiner Mitte herausbringen. Wackeln ist das eigentliche Training. Komm wieder zur Mitte zurück. Und stütz dich auf die Oberschenkel ab. Sehr schön. Mach deinen Rücken ganz rund, Kopf rein. Und nochmal ganz gerade nach vorne schauen. Noch einmal ganz rund, Kopf rein. Ganz gerade. Gleich nochmal. Dann bleib hier. Den Rücken ganz leicht diagonal nach vorne zeigend, Schultern tief. Jetzt kannst du dich auch ein bisschen mehr aufrichten, wenn du möchtest. Und du streckst zuerst den rechten Arm nach vorne. Je näher am Kopf, umso anstrengender für die Schulter. Also ruhig etwas weiter nach außen und wechseln. Und wechseln. Bauchnabel nach innen ziehen. Wir trainieren unsere Rückenstreckmuskulatur. Also die Muskeln, die den Rücken, wie schon der Name sagt, strecken. Und dich aufrichten. Dann halte. Nimm den anderen Arm dazu und versuch mal ganz kleine Hackbewegungen hier zu machen. Tak, 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 ganz schnelle. Spür in deinen Rückenmuskeln. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3,
zwei, einen und aufrichten, lösen, auslockern, dich kurz bewegen, strecken, langziehen, in alle möglichen Richtungen dich bewegen und die Füße weiter abrollen von der Fußspitze auf die Ferse. Lass deine Arme ganz locker, wirklich rechts, links abrollen, Becken stabil, Arme zur Seite nehmen. Eine Runde noch für noch schönere Schultern und Arme. Und während du weiter abrollst, schließt und öffnest du jetzt deine Hände. Zack, 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 zack. Genau. Ruhig ein bisschen schneller werden. Auch die Waden kräftigen. Die Waden sind übrigens ganz wichtige Muskeln, unsere Venenpumpen, die unser Blut in den Körperkreislauf zurückpumpen. Also die darf man auch jetzt schon langsam spüren. Unterarmkraft hier, Schulterkraft. Endspurt. Nacken ist entspannt, oder? Noch 4, 3, 2. Halte die Arme, Finger geöffnet. Und mach nochmal ganz klar eine Kreise nach hinten. Zack. Etwas größer werden. Größer. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Löse, lockere aus. Schüttel deine Arme, lockere deine Beine aus. So richtig lockern, entspannen. Sehr gut. Alles einmal durchgekräftigt, fleißig. Jetzt dehnen wir uns noch ausgiebig. Das heißt, wir nehmen ein Bein zurück, Ferse anheben, Gesäß anspannen, sodass du den unteren Rand vom Becken nach vorne schiebst. Hände hinten fassen, Brustbein anheben, Dehnung Hüftbeuger und Schultern spüren, Po anspannen. Dann wieder lösen, lockern, andere Seite zurück, Ferse hinten in der Luft, Gesäß anspannen, Becken nach vorne. Aufrichten. Auch die Brustmuskeln dehnen, die wir gerade gestärkt haben. Dann nochmal wieder auflösen. Große Grätsche und dich ganz entspannt nach rechts und links pendeln. Ferse mit anheben. Vielleicht merkst du auch deine Rückenmuskulatur. Bestimmt sogar, oder? Kleiner werden. Zur Mitte einpendeln. Hüftschmal stehen. Nochmal einatmen. Nach oben die Arme, den Rücken und den Bauch so richtig schön lang ziehen, räkeln, lösen. Rechte Schulter zieht tief, Kopf geht nach links mit dem Ohr und dein Blick ist nach vorne zu mir zeigen, sodass du den Nacken spürst. Ganz leicht nach unten ziehen. Vor, andere Seite, rechts nach unten, links zieht, rechts locker lassen, Ohr Richtung Schulter. Lässt du nochmal los, lässt den Kopf einen Moment nach vorne hängen,
Spür deinen Nacken. Atme aus, richte dich auf. Lass die Schultern los. Jetzt kommt noch mal ein Test. Atme ein, Arme hoch. Aus. Noch einmal ein. Und jetzt zieh dich auf deine Fußspitzen und halte einen Moment da oben deine Körperspannung. Sehr gut. Halte diese stabile Mitte. Öffne deine Arme und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön, sehr fleißig. Ich hoffe, du fühlst dich gekräftigt, gestärkt und merkst auch im Alltag, wie wichtig es ist, dass wir die Muskeln stärken, denn die stabilisieren uns, die halten uns, die bewegen uns. Also für unsere Gesundheit wirklich wichtig, starke Muskeln. Wenn du möchtest, schau mal auf meinen YouTube-Kanal, habe ich alle Videos geordnet nach Themen in den Playlists. Einfach mal reingehen, da gibt es zum Beispiel eine Playlist Physio-Fitness. Dann gibt es Senioren, da gibt es Wirbelsäule, da gibt es Bauch, Beine, Po. Geh einfach rein, da findest du dich bestimmt ganz gut zurecht. Ansonsten abonniere meinen Kanal oder empfehle mich weiter, freue ich mich riesig. Und vielleicht hast du Lust, meine Arbeit zu unterstützen. Natürlich freue ich mich, da unten ist der Link, heißt deine Unterstützung unter dem Video. Wenn du da draufklickst, dann kannst du mich mit monatlich, was es dir wert ist, 5 Euro, 10 Euro, 2,50, 20, was du möchtest, unterstützen. Vielen, vielen Dank. Oder ganz einfach, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann. Übrigens, da in dem Eck oben bei dem Infopunkt im Video rechts oben, da findest du diese ganze Reihe. Gesund ins neue Jahr. Also, bis zum nächsten Mal.